Der Whistler Bikepark ist wohl einer der berühmtesten Bikeparks der Welt. Wieso? Das findet man vielleicht heute heraus. Gestern war schon absolut insane. But if I follow someone blind, I should be fine. Alter, die ersten Meter auf kanadischem Boden. Meine Hauptmission für Whistler ist nicht offen. Sind wir denn jetzt schon wieder angelangt, Mann? Okay, grüß euch, gerade zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Ich bin in Whistler unterwegs, es ist auch schon Tag 2 und ich weiß nicht, was das für eine Episode wird, aber es wird hoffentlich eine. Gestern war schon absolut insane, ich habe meine Limits extrem pushen können, gerade im Springer. Schauen wir mal rein, viel Spaß, let's go. Wie immer, wenn man zum ersten Mal in einen neuen Bikepark ist, geht es einmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen. Alter, die ersten Meter auf Whistler, auf kanadischem Boden. Und mein erster Eindruck war ein bisschen anders wie erwartet. Ich habe keine Ahnung, wo wir umgehen. Null Idee. Der Boden war rutschig und die Sicht schlecht, aufgrund von der Trockenheit und dem aufgewirbelten Staub. Ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Bist du deppert? Ich habe mich eigentlich sogar ein bisschen unwohl und überwältigt gefühlt. It's really slip. Das ist jetzt die Frage. Aber Gott sei Dank habe ich genau gewusst, wie ich das Ganze ändern kann. Sorry, do I get down to village there? Just this way, yeah. Um den Kennenlernprozess ein bisschen zu beschleunigen, ist es extrem hilfreich, mit Locals bzw. Leute unterwegs zu sein, die sie auskennen und auf einem ähnlichen Fahrlevel sind. Nice. Oh. I think we have to wait. Yeah, you know the line? Yeah. Because it's my first go and it's really nice to follow you actually. First time in a bike ride? Yeah, first time here. I'm from Austria actually. Oh no. Like next to Germany. Oh, ready? Yeah, ready. Let's go. Somit hat das Erlebnis Whistler Bike Park so richtig starten können. Und bevor jetzt jeder gleich in die Kommentare schreibt, ob ihr ein neues Bike fahre oder ähnliches, nein, der Grund, wieso man es erst möglich war, nach Kanada zu kommen, ist ein Fotoprojekt für Rad und Bikes. Thanks, dude. Have a good one. You too. Yeah. Bye, bye. Bye, bye. Der Matthäus, Fotograf und Initiator von dem Ganzen, hat noch einen Fahrer gesucht für das Projekt und mich gefragt, ob ich Lust drauf hätte. Sein Bruder, der Paul, war auch noch mit dabei und in der Kombi bewegen wir uns durch Kanada, um ein paar coole Bilder von den Bikes zu machen. Ah, okay. Dann folgen wir jetzt gleich mal. Wow. Ja, ein bisschen drüber gerade. Juhu! Leck mir was! Oh, der gerade dick. Die technische Section. Wow. Let's go. Die kenne ich irgendwie aus den Videos. Sau narrow. Wow. Und nach einem soliden Warm-up und ein bisschen Erkundung war es Zeit, den ersten größeren Schritt zu wagen. Sorry, guys. Yeah. Which line is this one? Third merchant. Third merchant. Where does it start? Like from the chair. Yeah. Right. Yeah. It's like a pretty big jump line, right? It's the biggest one here. Okay. Bigger than. Is that the biggest one here? Yeah. Yeah. Oh, well, I have to see that. Yeah. No. It's. Have a good one. It's
Okay, also jetzt fahren wir mal in die Dirt Merchant rein und schauen wir uns das einfach mal an, was da so los ist. Also mal schauen, ob ich es da erschiebe. Sorry guys, is one of you riding Dirt Merchant? Yeah. How fast is it going? How big? You'll be fine if you just go trail speed. The jumps are similar to A-line. Yeah, yeah. Some of them just have gaps and the drops are bigger. So you have to know them. Yeah. But if I follow someone blind, I should be fine. Yeah. You can follow me if you want. Yeah, we can try. Alright, let's go. Die Dirt Merchant ist wahrscheinlich eine der besten Jumplines, die ich bisher gefahren bin. Alter. Wie steppert man. Du musst scrumpen. Aber das läuft ja schon wie am Schnürchen. Ich bin genau mit den richtigen Leuten unterwegs und kann ihnen blind vertrauen. Und mein erster Run war lustigerweise wahrscheinlich auch einer der besten Runs, die ich gehabt habe. Alter, die Step-Ups sind insane. Juhu! Die Step-Ups. Alter, ist das geil! Beast Child! Wie gut kommt etwas gebaut sein. Oh, that's good fun. Yeah, this is the first job. Okay. What? I just need to get like one quick look. Yeah, easy. Machen wir easy. That's working fine actually. Let's go. Was auch den Whistler einfach gut gemacht ist, ist wie gut die Trails gebaut sind. Gerade bei den Jumplines stimmt der Speed so gut wie immer. Die Landungen sind meistens sehr lang und verzeihen sehr viel. Wow. Holy moly, ist das. Und ja, es ist einfach witzig, wie leicht man große Sprünge fahren kann. Sie fühlen sich nämlich aufgrund von der Bauweise gar nicht so riesig an, wie sie sind. That's insane. Ich würde es jedoch nicht jedem empfehlen, seine Blind-Follow-Runs zu machen. Das kann man ab einem gewissen Erfahrungs- und Skill-Level schon mal machen, aber man sollte sich dabei immer extrem sicher sein, was man tut. Alter. That's too good, yeah. Thanks for the pull. Thanks, guys. See ya, have a good one. Ich habe mich mega wohl gefühlt dabei und das Witzige ist, das war nicht einmal die größte Jumpline da. Es gibt da noch was Größeres. Alrighty, wir sind unterwegs auf der Suche nach den Crabapple Hits und hoffen, dass wir es da finden. Hä? Ich glaube, die sind gesperrt. Ich will es mir noch anschauen eigentlich. Okay, klar. Ah, Jungs und Mädels, Alter. Mein Hauptmission für Whistler ist nicht offen. Die Crabapple Hits, das sind drei brutal fette Jumps. Da gehe ich gerade hoch und schaue mir die gerade an, wie groß die sind. Und die sind zugesperrt. Ich glaube, weil sie gerade reshapen. Das war so geil, Mann. Schaut riesig aus. Alter, das sind komplette Monster. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Take-off. Landing. Mal schauen. I haven't seen anybody go too far yet. Yeah. Are they closed the whole day? No, we're just about to open it. Oh, okay. Yeah, we just had to fix this jump here. Yeah. Okay, Fehlalarm. Sie dann die Dinger rechnen auf. Alter, es ist gottlos. Wir stehen am Drop-In vor die weltbekanntesten Sprünge. Whistler Crabapple Hits. Holy moly!
Have you done those? This one? Yeah. But not the last one, right? No. Ich glaube, ich muss jetzt gerne einen Follow machen, ich muss das ausnutzen. Mit die Crappable-Hitze ist definitiv nicht zu spaßen und sie fallen in die absolute Profikategorie. Der letzte Sprung ist nämlich ein riesiger Double mit über 20 Meter Länge. Und wenn da was schief geht, dann hast du ein richtiges Problem. Sprünge in der Größe habe ich bisher noch nicht ansatzweise bewältigt. Und dementsprechend war ich auch gut nervös und habe nicht ganz genau gewusst, was auf mich zukommt. Okay, kleiner Zug über die Crappable. Oh, thanks, man. No worries, bro. Whoa. First time? Yeah. Thanks. Alter. Jetzt ist aber mein Eier flattern gewesen. Geil. Nice. Crappable Hits. Einfach mal einer drüber gezogen. Sehr geisteskrank. So weit, so gut. Ich habe meine Jumpline-Listen schon mal mehr wie abhaken können, aber Whistler hat auch noch eine komplett andere Seiten. Und zwar eine richtig technische. Wo sind wir denn da am Start? Die meinen es da drüben wirklich ernst zum Teil. Und dabei stoßt man ab und zu auf Dinge, wo du denkst, das kann ja wirklich nicht sein. Bist deppert. Holy. I just don't want to swap at the bottom. Yeah, yeah, yeah. So easy. Start on the left. Woo. In the right. King hell. No way. Jetzt haben wir einen Platten. Bin ja so weit herum. Und jetzt muss ich alles reingehen. Habe ich mir zumindest gedacht. Ja, aber es gibt da drüben Bike Patrols, die man anrufen kann. Und dann führen die bei Dingen wie einer Panne einfach zur nächsten Liftstation hier, damit du mit dem Lift wieder runterfahren kannst. Und das Ganze ohne, dass man einen Cent dafür zahlen muss. Aber wenn man bedenkt, dass die Lifttickets da um die $100 oder sowas kosten, war schon geil, wenn das inkludiert war. Schauen wir mal noch rein. Double Black Diamond, liest man doch gerne, oder? Und auch wenn es auf der Kamera wieder alles ziemlich schwer erkennbar ist, es gibt ein paar Passagen, die sind wirklich eine Herausforderung. Jo. Geil. Aber genau das sorgt dafür, dass in Whistler auch die Enduro-Fanaten ihren Spaß haben. Line Choice ist natürlich noch nicht so gut. Mal driften. Ganz laut. Was gesperrt. Das ist eine Straight Line auch. Recht krank, Alter. Boah. 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 Das ist schon alle Stuff beibaut, wenn du das nicht weißt. F*** war das gerade steil.
alle Stuff. Wow. Geil. Was man sonst bei uns nicht so kennt, ist, dass es oft mal extrem kurze Abschnitte gibt, die als eigene Line durchgehen. Zum Beispiel diese Dwayne Johnson Line, die zu meiner Überraschung eigentlich nur aus 3 Sprünge besteht. Okay, wir stehen am Drop-In für die Dwayne Johnson. Ist auch eine kranke Jumpline anscheinend. Mal gucken. Der hat schon mal geil gehittet. Auf der Drop. Ja. Das kann positiv sein, weil es für eine gewisse Variation sorgt, aber auch negativ, weil man dadurch schon ein bisschen verwirrt werden kann, gerade wenn man das erste Mal da ist. Aber Fakt ist, Whistler hat seinen Ruf nicht von irgendwo her gekriegt. Okay, Ladies and Gentlemen. Es gibt gute Gründe, warum es das Paradies für Mountainbiker genannt wird. Es sind nicht nur die Trails, die oftmals extrem gut und spaßig gebaut sind, die Anzahl an verschiedenen Lines, die es gibt, oder die Landschaft, die einfach atemberaubend ist. Es sind die Dinge, die einem nicht sofort auffallen, wenn man das Bike-Leben bei uns kennt. Zum Beispiel, dass der Lift jeden Tag bis 20 Uhr geöffnet hat und man zu den schönsten Lichtverhältnissen am Trail unterwegs sein kann. Das ist in meinen Augen wirklich ein Riesending. Die Stimmung ist cool, es ist nicht mehr so heiß und wenn man am Ende eines erfolgreichen Tages in das ikonische Après-Bike-Dorf kommt und sein Bier trinken kann, dann versteht man schon, wieso es so paradiesisch wirkt. Natürlich gibt es auch einige Nachteile und negative Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man nur Fotos oder Videos davon kennt. Die Trails sind aufgrund der hohen Frequenz teilweise in wirklich schlechter Verfassung. Ah, die Bremse werden hinten. Auf dem trockenen Untergrund hat man gar nicht so viel Grip, wie man gewohnt ist. Und manchmal ist es in den dichten Wäldern auch richtig schwer, gut zu sehen, weil es mega dunkel und kontrastreich werden kann. Aber alles in allem ist ein Besuch im Whistler Bikepark auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich bin mega froh, dass ich den Ort einmal persönlich sehen habe dürfen.